Und über diese Zeit wollen wir jetzt auch sprechen, also auch mal ein bisschen plump gesagt vielleicht. Warum gab es eigentlich diese nach 68er Zeit als Zeit doch eines fortgesetzten politischen Aufruhrs, obwohl nun mit Willy Brandt eine sozialdemokratische, reformorientierte Regierung ans Ruder gekommen ist, die ja doch vordergründig, könnte man sagen, vieles versinnbildlicht hat, was vorher gefordert worden ist und weil die Geschäftsgrundlage für die außerparlamentarische Opposition ja auch weggefallen ist dadurch. Ja, der Abstand der Studentenbewegung zu den Parteien und auch zur SPD Willy Brandts war doch zu groß, nicht? Die sozialliberale Koalition hat Teile der Studentenbewegung integriert, aber halt eben auch nicht alle. Und es blieben noch genügend außerhalb der parlamentarischen Ebene, in der außerparlamentarischen Opposition oder auch im Wartestand, in der außerparlamentarischen Wartehaltung, sodass genügend Kapazität da war für Bewegungen außerhalb auch der SPD-FDP-Koalition. Ich glaube, der Aufbruch war zu groß, als dass eine Partei auch mit dem Versuch Willy Brandts, das zu integrieren, es hätte integrieren können. Da war zu viel Nervosität, zu viel Wille, noch was zu verändern, gerade weil die große Veränderung im System ja nicht stattgefunden hat. Es gab Verhaltensänderungen, nicht? Man konnte freier reden, freier leben, lässiger rumlaufen. Es wurde libertärer, sagen wir mal, aber der Kapitalismus hatte sich nicht geändert. Und die Politik hatte sich im Kern eigentlich auch nicht geändert. Wie war das denn bei Ihnen? Ich weiß jetzt nicht genau, seit wann Sie in der SPD sind, aber war das damals schon so ein wichtiger Etappensieg, dass Willy Brandt in der Regierung war? Ja, also ich war auch eher um die sozialdemokratische Bewegung herum angesiedelt. Der SDS und die Maoisten waren mir nicht plausibel. Ich muss dazu sagen, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme und irgendwie gerochen habe, dass viele dieser Superradikalinskis eigentlich aus großbürgerlichen Familien kamen, also reiche Väter hatten oder reiche Eltern. Und ich habe irgendwann mal entdeckt, dass bei manchen es ein Spiel mit Rückfahrkarte ist. Und wenn man aus einer normalen Arbeiterfamilie kommt, ist das Leben praktischer und irgendwie gefasster. Von daher war meine Familie war eher christdemokratisch, war der erste Rote in der Familie. Da war also diese sozialdemokratische Bewegung war schon ein Riesenschritt raus aus der alten Umgebung rein in eine neue Umgebung. Ich bin in die SPD eingetreten, an dem Tag, wo die Regierung Brandt verkauft werden sollte. Das Misstrauensvotum seinerzeit gegen Brandt, wo man wusste, dass FDP-Abgeordnete gekauft wurden. Und ich studierte in Bonn zu der Zeit und wir haben alle Gewehr bei Fuß gestanden, den großen Protest in der Stadt dann durchzuführen. Und da habe ich mich entschieden, da werde ich jetzt Mitglied. Aber das ist ein interessanter Punkt, den Sie eben angeschnitten haben. Also wenn ich das richtig nachvollziehe, dann war doch in großen Teilen des SDS damals klar, so kommen wir irgendwie nicht weiter mit Gesellschaftsveränderungen. Also um Veränderungen zu erreichen, brauchen wir sozusagen, damals hat man sich sehr stark mit Theorie beschäftigt, das Subjekt. Als Subjekt die Arbeiterklasse, wir können nicht isoliert an der Uni, können wir nichts bewirken, das hat man irgendwie gesehen. Und nun gab es da doch eine sehr starke Tendenz, naja, man muss sich muss in die Betriebe reingehen oder teilweise muss versuchen, die Arbeiterbewegung, wie sie bis 1933 existiert hat, irgendwie zu imitieren, auch schon durch äußerliche Formen und so weiter. Wie haben Sie diese Ansätze
beispielsweise jetzt auch mal ins Fließband zu gehen und da die Arbeiter vielleicht zu agitieren oder kennenzulernen. Wie haben Sie denn als jemand, der nun wirklich dieses Milieu kennt, das damals miterlebt? Na, ziemlich aufgesetzt. Also ich war in Bonn zum Beispiel in der ASG Uni Bonn. Da haben Maoisten extra einen Fußballclub gegründet, Akademische Sportgemeinschaft Uni Bonn, um auf die Dörfer um Bonn herum sonntags Fußball spielen zu gehen und dann beim Drink anschließend die Leute zu überzeugen, dass der Kapitalismus schlecht ist. Der Effekt war genau ein umgekehrter. Es hieß, die Studenten kommen und es wurde immer eine fürchterliche Schlacht auf dem Fußballplatz, weil das einfach Welten waren, die Dörfer dort in ihrem Bürgertum und dann die Studenten mit ihren langen Haaren, die versuchten erstens zu gewinnen, ja, auf dem Platz und zweitens dann nach dem Spiel in der dritten Halbzeit die auch noch zu verändern. Das ging nicht und ich kann mir vorstellen, dass es in den Betrieben eigentlich ähnlich war. Das war aufgesetzt, kam von draußen und ist nicht gewachsen in den Betrieben. Ja? Und von daher konnte das auch nichts werden. Also wenn die Arbeiterschaft nicht in ihrer Organisation des Betriebs oder der Gewerkschaft das Gefühl hat, wir machen nicht mehr mit, dann ist das von außen eigentlich auch nicht reinzupflanzen. Also diese Versuche sind ja auch größtenteils eigentlich gescheitert. Die haben die wahrscheinlich auch ein bisschen so als Exoten betrachtet. Ja, man hat oft ihre Sprache nicht gesprochen. Die haben dann auch gemerkt, dass da jemand kommt, der kein richtiger Arbeiter ist, sondern nur ein vordergründiger Arbeiter. Und die Leute haben ja ein Gespür für Echtheit oder für Künstlichkeit. Und von daher, glaube ich, war da doch die Distanz größer, als sich manche das vorgestellt haben.